kann und man sollte dann halt nicht sagen, oh, ich nehme jetzt etwas, das verändere ich so stark, dass das im Endeffekt dann meins ist. Das ist es nicht. Und da sollte man solche Geschichten dann doch vielleicht eher anderen Leuten überlassen. Also ich meine, es ist natürlich klar, es gibt viele Videos, alle kriegen sie nie so nach dem Motto, aber wenn es einen dann erwischt, dann ist man da vielleicht dann doch auch ein bisschen unglücklich. Also ja, hier nochmal die Lizenzen, die zeige ich jetzt nochmal ein bisschen im Bild, damit man das vielleicht im Film nochmal lesen kann. Ich glaube, ich mache aber, ich habe hier vorhin schon mal mit dem Snipping-Tool so ein Screenshot gemacht. Ich packe das dann in den Abspann halt auch nochmal rein, wo man das ein paar Sekunden betrachten kann. Hier ist es übrigens noch ganz nett gemacht, wenn man auf die Wikipedia-Org-Seite geht. Da hat man die Lizenzbedingungen Deutschland nochmal aufgeschrieben. Und das hier sind die Rechte-Module, die erstellt wurden für die Menschen, die jetzt keine juristische Ausbildung haben und das verwenden möchten. Das ist also eine Erklärung, die ist rechtlich nicht bindend. Wenn es weitere Auslegungsprobleme gibt, ist in diesen Lizenzen oder Erklärungen halt auf den eigentlichen Lizenzvertrag verwiesen. Und das ist eigentlich dann auch der, der letztendlich rechtlich bindend ist. Für mich war überraschend, keine Bearbeitung darf nicht bei Filmen als Hintergrundmusik verwendet werden. Das ist also hier eine kleine Falle gewesen. Im Endeffekt ist es aber so, dass diese Erklärung halt dazu dienen sollen, auch einen komplizierten Vertrag so auf das Wesentliche zu reduzieren, dass jeder normale Otto-Normalverbraucher dies relativ risikofrei verwenden kann und es dabei dann allerhöchstens noch zu leichten Fahrlässigkeitsfehlern kommt. Na, natürlich muss man halt auch hier ein bisschen gucken. Ich war hier halt auch überrascht, weil das dann doch wieder ein Punkt ist, wo dann eine nähere Erläuterung vonnöten ist und wo man sich halt am Anfang ein bisschen täuschen kann, aber das, da kann man dann sagen, kein Vorsatz, da ist dann nichts weiter mit dabei. Wo ist denn jetzt hier unser kleiner Freund mit dem lustigen Dings? Gucken wir mal hier bei unserem schönen Bibliotheken. Da haben wir es ja schon. Und ich möchte das jetzt, ich packe das immer bei Musik, bei öffentlicher Musik. Da habe ich für Musik, die ich runterlade, immer ein paar Ordner vorbereitet. Ordner 1, 2, 3, 4, 5. Und da machen wir dann einen Klick drauf. Ich benutze WinZip. Und dann können wir hier extrahieren nach anwählen. Oder extrahieren nach Ordner. Das ist egal, nur extrahieren nach. Was sagt er denn jetzt? Musik. Öffentliche Musik. Und hier sieht man schon ein bisschen Musik, die ich da dann halt auch runtergezogen habe. Dann klicken wir auf den neuen Ordner. Ordner 5. Wenn ich dann verschiedene Ordner habe, mache ich die mal von unten nach oben. Aber das ist persönliche Geschmackssache. Es geht halt darum, dass ich da halt immer ein bisschen was vorbereitet habe. Extrahieren. 3 Stunden später. Da kommt er. Zack. Und jetzt haben wir hier, machen wir das auch nochmal ein bisschen klein. Weil wenn man nämlich hier bei dem ZIP-Ordner darauf geht, da hat man ja schon einen schönen, da hat man ja schon eine ganze Menge Informationen drin. Da hat man nämlich den Namen der Band, das Namen der Album, woher kommt Jamendo mit Adresse an dieser hinteren Stelle, MP3, bla bla bla, hast du nicht gesehen, schlag mich tot. Das kopiere ich, copy and paste, suche mir dann den Ordner Nummer 5, da ist es nämlich drin, hier sieht man es. Benenne den dann zuerst um. Umbenennen. Da kommt dann nämlich der schöne Name rein von der Band mit den ganzen Informationen, die wir haben. Das ist dann schon mal ganz okay. Und dann können wir nämlich hier, nachdem wir das gemacht haben, klicken wir auf Lizenz. Dann ist der Ordner umbenannt. Da unten ist er. Das hier ist jetzt der Ordner, in dem wir uns befinden. Und dann gibt es hier unten die Lizenzbedingungen nochmal, damit man die auf seinem Rechner hat. Und ich muss dringend dazu raten, dass man dieses Gesamte, was man runtergeladen hat, immer, also man lädt das ja immer auch mit den Lizenzen runter, das bewahrt man auf seinem Rechner, solange man halt auch Filmmaterial halt irgendwie veröffentlicht hat bei YouTube. Weil, wenn es irgendwann mal Fragen gibt, hat man diese Informationen, also da muss man auch Dateisicherung betreiben und kann dann sagen, ich habe
zu an dem und dem Datum, hier sieht man nämlich das Änderungsdatum, dann sieht man, wann es runtergeladen wurde, diese Musik zu dieser Lizenz da erworben und habe mich halt an die Regeln gehalten, dieser Lizenz, weil diese Creative Commons Lizenzen können sich verändern. Man kann dann halt immer versuchen, ob man da dann halt dahinter bleiben will oder nicht, um sich da anzupassen. Aber man kann, wenn man die zu dieser Lizenz runtergeladen hat, meiner Ansicht nach, das da dann halt auch immer brav weiter verändern. Und wir rufen das jetzt mal nicht weiter verändern, man kann weiter verwenden unter diesen Lizenzbedingungen. Und hier sehen wir Artwork, das ist das Cover, was mitgeliefert wurde quasi. Das ist also by und SA. Und alles andere, wie man hier sieht, ist auch by und SA. Das heißt, es gilt diese Lizenzbedingungen für das komplette Album. Das sollte man immer kontrollieren, weil ich habe es zwar noch nicht erlebt, aber vielleicht ist irgendwann mal ein Ausreißer dazwischen bei einem einzelnen Titel, wo die Lizenzbedingungen erweitert oder eingeschränkt werden, und um das um da Fehler zu vermeiden, kontrolliert man das. Dann hier kopieren wir das schick, machen das wieder zu und ich gehe dann, wo haben wir so denn die Jungs hier auf, zunächst auf den Albumnamen, klicke hier auf Umbenennen, Ende, ein Leerzeichen, dann gebe ich CC für Creative Commons ein und füge dann hier am Ende die Lizenzbedingungen ein, die für das komplette Album gelten. Das ist dann ja schon mal eine ganz nette Geschichte, dann weiß man das, wenn man das einfach aufruft, weiß Bescheid. Aber das kopiere ich dann direkt nochmal, diesmal mit dem CC da vorne, kopieren. Und was jetzt kommt, ist halt eine etwas längere Fummelarbeit, das zeigen wir uns nicht ganz jetzt die ganze Zeit. Ich mache nämlich dann hier bei jedem einzelnen Titel schreibe ich die auch nochmal, Ende-Taste drücken, Leerzeichen, machst du einfügen und fertig ist die Geschichte, haben wir da was dahinter geschrieben. Und hier machen wir das auch nochmal, umbenennen mit dem ganzen Album, mit jedem einzelnen Lied schreibe ich mir das dahinter, einfügen, zack. Weil wenn man dann später arbeitet, ich habe jetzt den blöden, wo haben wir denn, machen wir hier mit allem, was wir hier runtergeladen haben, damit wir das halt auf Nummer sicher haben. Arbeiten da so ordentlich, was das Zitieren betrifft. Das machen wir wieder zu. Dann können wir hier mal gucken, ob wir das ein bisschen kleiner machen, damit wir hier bei dem Windows Live Movie Maker das nochmal gucken. Wo kommt er jetzt?